Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich starte an der Stelle mal unseren Urlaubsvlog. Wir fahren nämlich heute in den Urlaub, also ab Mittag. Und ich zeige euch jetzt mal, was wir hier schon gepackt haben. Es ist wieder höchst professionell mit Wäschekorb und Tüten. Und es ist noch nicht alles. Und es ist noch gar nichts im Auto. Ich weiß nicht, ich glaube, ich verrate einfach noch nicht, wo es hingeht. Und überhaupt generell... Du weißt, wo es hingeht, nach Tschechien. Super. Danke für den Spoiler, Karl. Sieht man, dass ich klitschnass bin? Irgendwie so? Ey, Katastrophe. Wir, Karl und ich waren gerade bei einer Veranstaltung im Freien. Und sind richtig nass. Also ich habe auch Todesgänsehaut. Wir gehen jetzt nochmal hoch, trocknen uns ab und alles. Ich habe auch gerade gesehen, das Auto hat noch 15 Kilometer Reichweite. Das ist super, um gleich in Urlaub zu fahren. Oh, meine Haare, ey. Es ist schrecklich. Es regnet so enorm. Also es ist so, ihr seht ja auch, wie nass das hier alles ist. Heftig, ey. So, also hätte ich mir auch, ich habe mir hier in die Haare hier unten, habe ich mir so Locken reingedreht, die richtig schön waren, auch wenn die bei mir nicht lange halten. Die sind nur kurz, aber jetzt habe ich ja einfach nur meine nasse Haare wellen und das finde ich nicht schön, das stört mich sehr. Aber mein Kletteisen ist schon eingepackt und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ich muss einfach erstmal überhaupt trocken werden und Karl auch. So, haben wir uns auch mal ausgesperrt. Oh, ich kann mich so nicht angucken mit der Frisur. Mein Autoschlüssel funktioniert nicht mehr und mein Wohnungsschlüssel ist im Auto. Also, hier, ich kann alle Knöpfe drücken, es passiert einfach gar nichts. Und das Problem ist, ich komme jetzt nicht mal mehr in die Tiefgarage rein, weil mein Wohnungsschlüssel ja im Auto ist. Weil ich habe gerade mit Tim telefoniert und er meinte, ich kann das Auto auch irgendwie aufschließen, mit so Schlüssel reinstecken und umdrehen. Aber wie gesagt, ich komme jetzt nicht zum Auto, also... Wir müssen jetzt hier auf Tim warten. Ein Glück ist hier trocken. Wir haben eine Batterie gekauft, eine neue. Müssen die jetzt nur noch in den Schlüssel einbauen. Aber wir haben ja noch einen zweiten Schlüssel. Der war bloß halt in dem Moment nicht da vorhin. Dann haben wir jetzt noch schnell mal getankt, weil wir hatten noch 10 Kilometer Reichweite. Das ist das Geringste, was ich jemals gesehen habe. Wenn wir da sind, mache ich mir sofort meine Haare. Und ja, wir fahren jetzt mal los. In Urlaub. Oh yeah. Unsere Roomtour startet im Bad. Moment, was denn? Hey. Wo Tim gerade irgendwas zerstört hat. Nein, es ist runtergefallen. Was denn? Was da? Ich bin hängen geblieben. Okay. Also, wir sind jetzt hier im Klobad. Alter, ich wollte wenigstens in Ruhe schüssen hier. Warst du noch nicht? Ja, doch. Aber ich wollte auch in Ruhe das Hände waschen noch dazu. Okay. Dann geht's hier weiter ins Bad ohne Klo. Moment, das ist jetzt unscharf, oder? Hier Licht. Mit Dusche und Waschmaschine und leider keinem oder glücklicherweise keinem Ausblick. Naja, so ein bisschen Ausblick haben wir. Moment. Okay, man sieht echt nicht so viel. Da draußen ist irgendeine Veranstaltung. Deswegen hatten wir auch gerade Schwierigkeiten, hier überhaupt zum Hotel zu kommen. So, dann haben wir hier ein Zimmer. Das wird Karls Zimmer. Da stellen wir gleich das Reisebett hin. Das steht aktuell noch hier. Aber hier ist halt das Doppelbett plus Zugang zum Balkon. Ich hätte echt die Weitwinkelkamera nehmen sollen. Also hier ist ein riesengroßer Balkon. So, jetzt zeige ich euch nochmal hier so alles. So, hier ist die Eingangstür. Und hier... Das geht nicht mehr zu. Dem Nieschränke. Hey, ich habe nichts gemacht, das geht aber einfach nicht mehr. Hier ist der Wohnbereich mit, naja, Schrank und allem. Und dann ist hier drüben der Küchenbereich mit einem Tisch und nochmal Zugang zum Balkon. Jetzt gehe ich aber auch wirklich mal raus. Ich habe die Balkontür kaputt gemacht. Was hast du getan? Die geht nicht mehr auf. Einfach nur Gewalt? Nicht mal viel. Okay, wir haben ein
mega großen Balkon. Der ist mindestens doppelt so groß wie unser Balkon zu Hause, wenn nicht noch größer. Und ich glaube, ich habe ja noch überhaupt nicht erzählt, wo wir so sind. Oh, hier gibt es einen Geschirrspüler. Mhm. Wir sind in Tschechien. Aktuell gibt es hier überhaupt Geschirr? Ja, hier drüben. Okay. Aktuell noch nicht weit hinter der Grenze. Das, ja. Und fahren morgen noch weiter ins Land rein. Wir sind hier jetzt nur für eine Nacht in diesem spacigen Riesen-Hotel-Apartment-Dingens-Zimmer. Und morgen, ab morgen sind wir dann für eine Woche in einem, ich habe einen neuen Begriff dafür, in einem Tiny House. Also sowas wie, das ist ein Bauwagen, Wohnwagen, irgendwas richtig Kleines, ausgebautes. Also es ist definitiv halb so klein wie das hier, wenn nicht noch kleiner. Da sind wir irgendwo nirgendwo in der Nähe von der Moldau. Da muss es auf jeden Fall sehr schön sein. Hoffentlich ist es auch wirklich so. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört. Hier ist heute so eine Veranstaltung. Hier war so ein Marathon oder Crosslauf oder sowas. Deswegen war hier auch die ganze Stadt irgendwie gesperrt und es war richtig schwer, erstmal zum Hotel zu kommen. Also wir sind halt da, wir haben versucht, aus jeder Richtung dahin zu kommen. Ging nicht, überall war abgesperrt, da war die Feuerwehr und so. Und dann sind wir zu Fuß zur Rezeption. Und die haben uns so einen Zettel gegeben mit so einem Lageplan, auch von der Stadt und von dem Hotel und so. Und dann sind wir nochmal da zu der Absperrung gefahren und dann habe ich so den Zettel aus dem Fenster gehalten und damit gewunken. Und der Feuerwehrmann hat sich das angeguckt und hat dann uns durchgelassen. Jedenfalls ist jetzt so ein Konzert noch irgendwie. Ja, das höre ich gerade. Jetzt ist noch hier so ein Konzert, das ist relativ laut, aber das wird bestimmt nicht bis ewig gehen. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Es ist direkt hier daneben, Karl und ich sind auch gerade mal, ohne Eintritt zu bezahlen, gucken gegangen. Also wir sind halt einfach nicht in diesen eingezäunten Bereich direkt vor der Bühne gegangen. Also man kann das auch sehen von hier vom Hotel aus. Wie war der erste Urlaubstag? Gut. Was haben wir hier gemacht? Essen gegangen. Mhm. Was hast du denn Schönes gegessen? Brezel mit Käse. Aber doch nicht im Restaurant. Ich wollte es machen. Was hast du im Restaurant gegessen? Pommes, Eierkuchen und Melone. Und noch was? Eierkuchen nochmal. Ja, noch ein Eierkuchen. Was noch? Nimm mal die Hände aus dem Mund. Was haben wir noch gegessen? Vielleicht ein Schnitzel? Ja. Haben wir noch irgendwas gemacht? Nach Hause gegangen, zum Konzert gegangen. Ja, wir haben mal ganz kurz hier gelauscht. Ja. Wir haben nicht rausgefunden, was das für ein Konzert ist und auch nicht, wie lange es geht. Ich habe gegoogelt, aber irgendwie, also ich finde ja nicht mal tschechische Seiten oder sowas. Hier gibt es nur, ich habe halt rausgefunden, das war so ein Marathon-Crosslauf irgendwas tatsächlich, aber da steht überhaupt nichts da. Also da stand auch eine deutsche Website und sowas, aber keine Ahnung vom Konzert. Karl und ich liegen jetzt hier. Tim ist nochmal in der Tiefgarage, holt noch was aus dem Auto. Wir können das Hotel übrigens sehr empfehlen. Es heißt Apart Hotel Lipa, glaube ich. Man kann das auch finden, glaube ich, irgendwie Hotel zur Linde oder so in Krasna Lipa, also der Ort heißt so. Übersetzt heißt das schöne Linde. Nee, das war mir irgendwie unbequem. Wir können es auf jeden Fall empfehlen. Musst du herkommen. Wir können es auf jeden Fall empfehlen. Es gibt hier also sowohl mit zwei Schlafzimmern als auch mit einem Schlafzimmer Apartments. Mit Küche, Balkon und so. Und mit zwei Balkonen. Dann gibt es hier so ein Spa, Wellness, irgendwas Bereich, da stand irgendwas mit Massage und so. Das habe ich mir aber nicht so genau durchgelesen. Außerdem war es tschechisch. Genau, das Restaurant ist sehr, sehr gut. Es ist alles modern, alles neu, gut ausgestattet. Wir fühlen uns auf jeden Fall wohl. Und eigentlich ist es schade, dass wir hier nur eine Nacht sind. Aber eigentlich wären wir gar nicht hier gewesen, wenn unsere andere Unterkunft ab heute schon verfügbar gewesen wäre. Aber war sie ja nicht.
ich weiß jetzt nicht, wie viel man von meinem Reden überhaupt hört, aber wir sitzen jetzt auf unserem Balkon und so laut ist hier einfach die Musik. Also wir brauchen gar nichts bezahlen, wir brauchen auch die Bühne gar nicht sehen. Wir kriegen das auch so alles gut mit. Und das Babyfon läuft in Dauerschleife, weil die ganze Zeit das Konzert da halt läuft. Also es ist hier richtig optimal. Ich weiß nicht, ob es hier auch sowas mit Ruhezeiten gibt und wann die anfangen und ob es Sonderregelungen für Konzerte gibt. Keine Ahnung. Guten Morgen, Tag 2. Ich bin richtig müde. Wir sind jetzt gerade fertig mit Packen und alles. Tim ist jetzt gerade auschecken gegangen und wir stehen jetzt hier im Parkverbot. Deswegen bin ich jetzt hier und passe aufs Auto auf. Wir fahren jetzt zur nächsten Unterkunft. So, mal ein bisschen billigen Sprit reinlassen. Es kostet ungefähr umgerechnet 1,65 oder 1,66. Das ist heftig wenig. Mittagessenzeit. Wir waren in einem Supermarkt und ich habe hier irgend so ein Gericht, Salat, irgendwas zum einen und noch so einen anderen Salat. Und Tim hat sich so, ohne Momento, so fertige Backwaren, Hotdog, irgendwas mitgenommen. Karl auch. Dann gab es hier die Winter Edition Feige Apfel, die ich gestern oder vorgestern in der Insta-Story gesehen habe und dachte, oh, wenn ich die mal sehe, dann brauche ich die. Also, wir waren im Urlaub und sind über eine Brücke gefahren und so auf dem Weg zu unserer Unterkunft sind wir über einen ganz ruckeligen Steinweg gefahren und zwischendrin noch eine kleine Pause gemacht und der Kerl ist dann rumgerannt und hat Kühe gesucht und dann sind wir zu unserer Unterkunft gefahren. Wir haben unsere Unterkunft gefunden und hinter mir seht ihr vielleicht, da ist ein kleines Hundi. Ich habe ja eigentlich Angst vor Hunden, aber der war irgendwie süß. Der sieht aus wie so ein kleines Schwein und sitzt einfach nur da und keine Ahnung. Ich zeige euch jetzt mal die Unterkunft, erstmal von außen. Hier ist das kleine süße Hundi. Das ist wirklich süß. Oh, hi. So. Hier parken wir und hier ist unser kleiner Bauwagen, Wohnwagen, was auch immer. Und die beobachtet mich. Wir haben eine Terrasse mit Sitzmöglichkeiten, dann eine Feuerstelle und eine Hängematte. Hier gibt es einen Elektrogrill, hier gibt es Zeug zum Feuer machen, eine Außendusche. Genau, hier oben wohnen die Leute, die das vermieten. So. So, also hier ist jetzt unser sehr unaufgeräumter Eingangsbereich. Es geht gleich hinüber zum Sitz- und Essbereich. Hier gibt es einen Sekt irgendwas und hier gibt es Gesellschaftsspiele. Guck mal, es hat Münzen. Ja. Ich kann es auskippen. So, und hier haben wir einen Kleiderschrank und ein Doppelbett. Wir haben hier für Karl zur Sicherheit so einen Schrankboden hingemacht. Karl schläft oben. Ich kann euch das mal eben zeigen. Ich habe ein bisschen Angst. Machen wir so. Oh, hier. Klettert jetzt hier nicht hoch. Was denn? Hundi? Da klopft gleich jemand an. Der ist aber echt süß. Naja, ich weiß nicht, sieht aus wie eine nasse runde Riesenratte. Ja, eben. So, also hier schläft Karl und hier schlafen wir. Direkt neben unserem Auto. So, und dann haben wir hier drüben noch, da steht Tim sehr gut davor. Hier haben wir einen Ofen und einen Küchenbereich. Tim, das ist nicht lustig, ich hasse dich. Hau jetzt einfach ab, geh zu dem Hundevieh.
Gib dem ein bisschen Liebe, links irgendwo. Also, wir haben einen Ofen, eine Küche mit Kaffeemaschine, Milchschäumer, Herd und Kühlschrank, der ist schon rappelvoll. Hier sind noch Sachen, die nicht unbedingt in den Kühlschrank müssen. Und dann haben wir hier ein bisschen Geschirr. Ich habe zwar noch keine Teller gesehen. Achso, hier gibt es schon auch noch Geschirr, oder? Sehr schön. Hier sind sehr viele Servietten. Genau, hier hinten haben wir auf jeden Fall einen Warmwasserboiler. So, und hier ist das Badezimmer. Es ist echt, also hier kann man, das ist eigentlich wie im Camper so ein bisschen. Wir haben ein ganz normales Klo, ein Waschbecken, was halt einfach so groß ist wie meine Hand. Mit einem Waschbecken, oh, Unterschrank, na gut. Ja, dann noch eine Dusche. Jetzt kommen die Getränke. Genau, und ja, das war's eigentlich auch schon. In der Unterkunft gab es Spiele, zum Beispiel Domino und Mikado. Wie schön ruhig ist es hier bitte. Man hört zwar Autos, aber die sind sonst wo. Also, wir sind hier. Ich habe jetzt hier mal auf der Karte unseren Standort gesucht. Also hier ungefähr bei dem grünen Weg. Hier ist so ein Aussichtsturm, den sieht man von uns auch aus, wenn man hier da dort aus dem Fenster guckt. Wenn es nicht so irgendwo da hinten, keine Ahnung. Und heute ist der zweite Morgen, also der dritte Tag. Wir haben also die erste Nacht hier in unserem Tiny House verbracht und es war auf jeden Fall absolut ruhig. Also wir saßen gestern Abend dann noch draußen. Und es ist halt einfach wirklich nur so Grillen, die man gehört hat, sonst nichts. Genau, und ich habe mir jetzt diese Landkarte hier mal gesucht. Hier lagen so solche Reiseführer, so für Touristen und sowas. Und ich gucke jetzt gerade, weil hier ist der so ein Moldau-Stausee oder irgendwie wird die Moldau hier angestaut. Da sind wir gestern auch schon mal drüber gefahren. Ich glaube, da habe ich sogar was gefilmt gehabt. Und da wollte ich jetzt gucken, ob es da so einen Rundwanderweg gibt, aber es sieht relativ schlecht aus. Also ich weiß halt nicht, ob das einfach nicht begehbar ist, weil das Ufer immer so steil ist und sowas. Oder wie da die Infrastruktur ist. Also es gibt hier Wege, die auch eingezeichnet sind, aber so direkt so eine Rundwandertouren oder sowas gibt es hier nicht. Das finde ich irgendwie ziemlich schade. Aber wir können mit der Landkarte auf jeden Fall einfach so drauf loswandern. Wir sind eine lange Runde gelaufen und waren bei einem Aussichtsturm und danach sind wir wieder nach Hause gefahren. Wie viele Kilometer wir gelaufen sind, wissen wir noch nicht, aber gucken wir nachher gleich nach. Aber ich wollte euch kurz was zeigen. Hier auf diesem Turm waren wir vorhin. Wir sind jetzt eine Runde gelaufen. Wir haben so viel Uno gespielt und nach dem Essen bin jetzt eine kleine Runde Spaziergang gemacht und da gab es immer leckeres Essen und wir haben ein bisschen draußen gesessen. So, wir stehen jetzt hier vor dem
Holz und wollen jetzt hier die Feuerschale anmachen. Da liegt sogar schon was drin. Aber das ist schon irgendwie verkohlt. Muss das raus? Nee, das kann doch da liegen, oder? Okay, wir wollen nämlich jetzt Marshmallows machen, in der Hoffnung, dass die auch schmelzen. So, dann sag mal was. Oh, shit. Das ist schön, dass ich genau in dem Moment angefangen habe mit Filmen. Warte, Karl, ich glaube, das sind richtige Marshmallows. Die dürfen nicht braun werden. Nur so ein bisschen so. Dann sind die richtig schön. Auch rein. Willst du den essen? Kannst einfach vom Stock runter essen. Na, Karl, schmeckt's? Gut. Soll ich dir auch einen machen? Tim? Nee, mach mal. Ich dachte, du willst einen. Ja, dann mach doch. Gut. Wir sind in einer Runde zu einem Aussichtsturm gelaufen. Und er war richtig so hoch und Mami hat sich gegruselt. Mir aus dem Weg. Oh, so ein Scheiß. Was sagst du zur Musikauswahl? Ich unterhalte mich nicht mehr mit dir. Ich glaube, wir sollten lauter drehen, damit unsere Vermieter dahin auch was hören. Kai, wie findest du das Lied? Gut. Das ist ein Weihnachtslied. Das kann ja nicht wahr sein. Du hast einen guten Musikgeschmack. Das ist ein Weihnachtslied, Karl. Wirklich? Ja? Eines Tages sind wir und Nannys Taumauer gefahren, um uns die mal anzugucken. Wir haben abends ganz lecker gegrillt, Würstchen, Fleißi und Grillkäse und Tofu. Tim und ich haben abends dann immer draußen gesessen, während Karl drin eingeschlafen ist und das sah dann ungefähr so aus. Wir sind ganz kurz vor der Abreise. Wir haben schon 5 Minuten Verspätung, aber das ist voll in Ordnung. Also wir wollten um 9 losfahren, es ist 9.05 Uhr. Das Einzige, was noch einzupacken ist, ist ein paar Schuhe, Rucksack, Jacken. Ansonsten haben wir alles hoffentlich. Tim muss jetzt auch nochmal alles kontrollieren. Hast du einen Kontrollgang, bitte? In jeden Schrank, in jedes alles, in jede Ecke, überall drunter. Sehr nett. Ja. Was? Kennst du mich doch. Was gibt's da zu lachen? Und dann gucken wir mal, was die beste Route ist, wo es lang geht, wie viel Stau es gibt, was heute für ein Tag, Freitag, ne? Naja, wir sind noch vor dem Feierabendverkehr, sofern wir jetzt nicht irgendwie aufgehalten werden. So, adios muchachos. Okay, das ist jetzt übelst gegen Licht und ohne Weitwinkel. Noch kleine Hunde. Du kannst jetzt mal hier ins basicen Weg hier. Mach ich gerade. Unser Geländer aus.
So, Tim geht nochmal schön zum Glasmüll hier. Auf dem Weg, liegend. Weiß nicht, ob man um 9.21 Uhr, obwohl darf man sicher ein Glas einwerfen darf. Begeisterung! Also, kannst du nur. Was? Mittelfinger in die Kamera zeigen. Oh, das kann ich sehr gut. Da sind wir trotzdem nochmal über die Staumauer gefahren und sind dann nach Hause gefahren. Und das war sehr schade leider, dass unser Urlaub dann vorbei war. Wie es aussieht, sind wir wieder zu Hause und haben schon wieder neu gepackt. Wir fahren nämlich morgen nochmal weg, müssen noch zeitiger aufstehen als heute, nämlich 6.30 Uhr aufstehen, 7.30 Uhr losfahren. Und ja, wir sind auf eine Hochzeit eingeladen. Wow. Frühstückspause. Es ist... Ich komme davon. Ich hasse dich. Selbst schuld. Es ist 8.48 Uhr. Wir sind schon 1000 Kilometer gefahren. So 10. Also wir sind schon 60 ungefähr. Na, eine 70. Stunde. Also ja, wir sind schon eine Stunde unterwegs. Hm? Genau auf die Minute. Wir wollten eigentlich eher los, aber irgendwie gab es so Verzögerungen. Jetzt frühstücken wir. Dann fahren wir weiter. Schmeckt's dir? Dir? Oh, ich hasse dich, ey. Du bist richtig nervig. Ach, komm schon. Ja, jetzt will ich jetzt noch beim Matt Brötchen essen. Hast du doch schon. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich die Sonnenbrille nicht absetze. Ich bin richtig durch. Wir sind gerade auf der Rückfahrt wieder. Also, die Nacht im Zelt war Katastrophe. Und wenn ich Katastrophe sage, meine ich das auch so. Es war so ultra kalt. Wir hatten wir hatten ja so eine richtig spacige Matratze, so eine große, aufblasbare Doppelmatratze, 1,60 und so. Wir haben das erste Mal darauf draußen geschlafen, überhaupt das erste Mal darauf geschlafen. Und wir hatten da ein Bettlaken drauf, aber keine Decke unter dem Bettlaken. Und es war richtig kalt, also von unten her, durch diese kalte Luft. Also entweder war es halt wirklich zu kalt jetzt schon, um auf so einem Luftding zu schlafen. Oder wir hätten da einfach eine Decke drunter machen müssen, keine Ahnung. Karl hatte so eine einzelne Luftmatratze und ich habe ihm unten drunter so eine richtig schöne Kaschmir-Merino-Wolle-Decke, das absolut weicheste und wärmste und dickste Monster überhaupt, habe ich ihm unter sein Bettlaken gepackt und er hatte eine Decke und eine Kuscheldecke und einen Langschlafanzug, also der Cover komplett eingewickelt. Der hatte in seinem Zelt da wirklich also alles, was er brauchte, aber bei uns war es einfach so kalt. Ich habe also echt schlecht und echt wenig geschlafen und dementsprechend fertig bin ich jetzt auch. Es ist ziemlich hell, es ist ziemlich warm. Wir machen gerade eine Pause. Tim holt was zu essen. Es ist Sonntag, wir haben halt einfach nichts zu essen jetzt hier mit. Aber ist auch nicht schlimm. Also von der Hochzeit konnten wir jetzt auch nichts mitnehmen oder so, weil die Reste von gestern Abend wurden noch gefrühstückt und es war so mega lecker. Also gestern Abend, ich habe mich total überfressen. Ich wollte das Video an der Stelle mal beenden. Ich habe mir während dem Urlaub ein paar Ideen überlegt, so ein bisschen zur Konzeption dieses Videos. Mal sehen, ob ich das jetzt so umgesetzt habe oder nicht. Ihr werdet ja sehen, ob das so ein Standard-Vlog ist oder ob ich ein bisschen was anders gemacht habe als sonst. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt so die nächsten Tage und Wochen so noch filme. Was da so passiert. Ich hoffe ja, es wird nicht stressig und ich kann mal wieder viel schlafen. Das wäre auf jeden Fall mal gut. Ich freue mich jetzt auf meinen Veggie-Burger und meinen Veggie-Nugget-Burger, den Tim mir hoffentlich gleich holt. Und ja, dann bis zum nächsten Video.